Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil 8. So, wir befinden uns wieder beim Duke und haben den letzten Grafen, das war die Puppenspielerin Donna Bienvenido, glaube ich. Die haben wir ja auch ins Jenseits geschickt und jetzt bleiben noch zwei Grafen übrig. Und die versuchen wir jetzt mal aufzuspüren. Wir haben ein paar Sachen im Inventar, wir können ja mal kurz gucken. Und zwar haben wir die Brunnenkurbel. Foto eines seltsamen Vogels, egal. Schatzkarte, ne? Wenn man genau hinguckt, kann man glaube ich erkennen, wo das ist. Aber das ist natürlich ja nicht mehr da, wo wir jetzt gerade sind. Aber wir haben den Schlüssel des Geigenbauers. Der wohnt irgendwo im Dorf des Westens, beziehungsweise im westlichen Teil des Dorfes. Versuchen wir mal, den zu erwischen. Ich weiß nicht, wo wir da längst müssen, muss ich kurz zugeben. Hier vielleicht, erstmal runter ins Dorf. Und dann gucken wir mal. So. Ein bisschen Munition hätte ich kaufen können, wenn wir drauf. Nun gut. So, ja, warte mal. Der ist der Westen, muss hier unten irgendwo sein. Das könnte dieser hier sein. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, es könnte. Wir gehen mal hier rein. Hier nicht? Ich glaube doch irgendeinen Weg durch die. Genau, hier kann man durchgehen, ne? So, dann gehen wir runter ins Dorf. Ja, da sind auf dem zwei Häuser. Das Haus ist ja auch noch da, was rot ist. Vielleicht ist es auch das Haus, ich weiß nicht. Obwohl, der sagt ja westlichen Teil, ne? Kann doch hier links gehen, zum westlichen Teil. Ah, es muss das sein, da hinten. Obwohl, da waren wir schon drin, wir haben wahrscheinlich nicht alles gefunden. Gehen wir nochmal rein. Oh. Kommt hier gerade eine wilde Sau auf mich zu. Oh, Wildfleisch. Gut für den Duke. Der freut sich. Alter, hab ich einen Schreck bekommen. Da kommt so ein Schwein da entgegen. Da ist zumindest schon mal wieder noch ein Brunnen. Nutzen wir auch gleich. Was da drin ist. Ein Dietrich. Kann man ja gebrauchen. So. Das wird aber nicht der. Das wird das aber nicht sein hier. Irgendwas wird hier einfach rumliegen. Was kann man hier machen? Zeigt mir ja rot an, dass man hier irgendwas machen kann, aber anscheinend kann man hier gar nichts machen. Gut, dann sind wir hier ins Häuschen rein, hier nochmal kurz gucken. Wird da noch irgendwas übersehen haben? Ich glaube zwar nicht, aber man weiß es ja nie. Finden tue ich hier nichts. Ah, hier. Dietrich haben wir doch. Mach mal auf die Scheiße. Mal gucken, was da drin ist. Scharfschützenmunition. Wer sagt denn jetzt, ist blau? Okay. Gut, aber das ist nicht das Haus des. Das ist nicht das Haus im westlichen Teil. Das ist doch nicht das Haus des. Das Luizas Haus, da kommen wir nicht rein. Das ist die Kirche. Dietrich. Hm. Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen mal hier hin. Das ist der Ostteil, ist wahrscheinlich die Grenze von dem. Also gehen wir da mal hin. Einsammeln. Gut, gehen wir nochmal zurück. Muss einen anderen Weg geben. Dumm, die dumm. Scheiße. Da können wir rein gleich.
Okay. Hier ist wahrscheinlich mehrere Sachen. Achso, wir sind hier reingekommen. Okay. Macht ja nichts. Können wir auch gucken. Bisschen Kohle. Hallo. Eieiei, was ist hier denn los? Madalina Körper. Okay, hätte man wahrscheinlich kombinieren können, ein paar Sachen. Hätte man mehr Kohle bekommen. Egal, zu spät für uns. Aber was ihr das mal macht, wisst ihr Bescheid. Ein Dietrich. Mein Gott, am Anfang dachte ich über diesen, sind echt so selten, aber jetzt will man die andauernd. Sehr geehrte Besucher. Aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbaus habe ich seine Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, den haben wir doch, den Schlüssel. Da. Zack. Oh, was ist das Trinken hier? Mhm. Sehr gut, also Scharfschussmunition haben wir auch schon ganz gut gefunden. Hier baut er die seine Geigen. Hier ist ein Zahlenschloss. Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. 5. Geburtstag. Kann das hier sein? Struptica 763934. 763934. 763934. 763934. 763934. 63934. Ah, das wäre zu einfach, ne? Ne. Okay, ihren 5. Geburtstag, damit hat es was zu tun. Gehe ich von aus. Davon gehe ich aus, aber ihren. Das heißt, hier muss ja irgendwas sein. Der 5. Geburtstag. Von wem? Von seiner Tochter? Von irgendeinem, den er kennt? Happy Birthday, da! 27.09.17. 27.09.17. 27.09.17. 27.09.17. 27. Ah, Weg. 9.17, ne? So. Perfekt. Diesen Stahl-Kresswelger mit. Was ist das? Erweitertes Magazin für die Rifle. Wie cool ist das denn? Warte mal. Das ist für die hier, ne? Teil ausrüsten. Wo ist das Teil jetzt hin? Warum? Ziemlich cool. Erstens aus dem Inventar weg und zweitens ist es ziemlich cool. Okay. Gut. Wieder was beim Waffenbauer gefunden. So, und jetzt kommt es drauf an. Jetzt kann man es aufmachen. Sozusagen, ja, kann es aufmachen, sozusagen, in den 3. Grafen aufzulauern. Machen wir jetzt. Hier war noch was im Haus drin. Kann ich richtig durchforstet? Hier kann ich gar nicht rein, muss ich von der anderen Seite, ne? Kann ich nur von der anderen Seite rein? Ne, hier ist der Eingang. Hä? Achso, muss man hier durchkrabbeln. Ne, es ist darüber rausgerannt, das ist alles verschüttet, da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Das ist natürlich schade. Hoch können wir auch nicht. Gut, dann lass uns jetzt mal zurück und den Feind besiegen, würde ich gerade sagen. Den nächsten holen. So, wen haben wir noch übrig?
Also wir haben eigentlich hier unten den Hain hier noch übrig. Bloß welcher Weg ist das? Welcher führt da hin? Ist das Heisenberg? Nee, das ist das Gnom, ne? Okay. Die Frage, welcher Weg dahin führt. Der hier wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen einmal auf die Ostseite. Okay. Ich weiß nicht, welchen Weg es zwar gibt, aber. Ostseite. Da ist jetzt Tor, also müssen wir. Okay. Erst mit so Valkyrenstatue. Ja. Achso. Da gibt es nur den einen Ausweg, ne? Den hier. Durch. Hier durch. Wieder raus. Oh. Und dann jetzt hier durch. Die Tür müssten wir aufkriegen jetzt eigentlich, oder? Kriegen wir auch nicht. Wieso kommen wir da nicht längs? Ist die Frage. Wieso nicht? Hm. Wir gucken mal hier, wenn wir jetzt in die Richtung können wir noch hier was aufmachen. So, haben wir noch die Griff bekommen hier. Hm, das ist aber komisch. Flintenmunition. Wir müssen einmal kurz auf die. Wir müssen mal kurz unseren Schlüssel angucken, glaube ich. Also wir haben jetzt einen Schlüssel mit 4 geflügten Embryo. Gucken wir uns mal an. Das sieht schon ganz heiß aus, finde ich. Der kann ja jetzt nur noch irgendwo bestimmt reinpassen. Okay, dann gehen wir nochmal hier zurück. Mal kurz rauszoomen hier. Also vom Duke aus sind wir hier hochgekommen, da ist das Schloss. Und diesen Weg sind wir gelaufen, um zu ihr zu kommen. Welchen Weg kann es da noch geben? Es kann doch eigentlich nur... Ach, von da können wir gehen. Ja, okay. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, Leute. Ich hab's verstanden. Gut, dann gehen wir hier rein. Also ich habe ein bisschen Kohle. Ich würde die, glaube ich, bei ihm lassen, einfach um ein bisschen Munition zu kaufen. Etwas Bestimmtem? Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. Pass mal auf. Haben wir das ausverkauft, ne? Okay. Das haben wir. Achso. So, wir speichern mal bei ihm. Schönen Tag. Und dann muss es da längs gehen. Oder? Oh, ich denke. So, müsste jetzt damit ja aufgehen. Nein, nein. Ich habe noch die andere Waffe jetzt. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwo mal hinsetzen sollte. Weil... Aber da habe ich keine Munition für, ne? Vielleicht können wir dir auch ein weitstreuende Vorderschaftsrepetierflinte. Na gut, wir nehmen erstmal die. Oh, was geht hier ab? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Lässt die gerne von mir ab? Die lässt doch gar nicht von mir ab. Wie kann ich das überhaupt überleben hier? Das ist doch Quatsch. Ich bin schwer verletzt, lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und abgehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein Hund. Wenn ich zu alten Wasserhöhle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen, er ist nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Ah, ist das der Mann, okay. Scheiße. Aber rausgehen ist wohl nicht. Das ist dann da, okay. Lass mal nach oben gehen. Gucken wir oben, was ist. Soll ich mal machen? Vom Dach, kann ich ja nicht laufen, ne? Anscheinend, ne. Man kann ihn auch nicht abschießen. Obwohl vielleicht mit der Flinte?
Ach Quatsch, der kann hier hoch. Wieso kann er denn hier hoch? Was für ein bekackter Filter. Okay. Das müssen wir irgendwie anders erledigen, das Viech. Okay. Gehen wir hoch. Warum? Ich glaube, wir müssen irgendwie laufen. Springen und laufen und rennen. Irgendwie sowas. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen, wie wir den besiegen sollen. Er läuft ja da unten rum, ne? Wo ist denn die alte Wassermühle? Das ist das Ding da hinten gemeint? Soll ich verarschen? Nee. Da hinten gemeint, ne? Aber er hüpft ja direkt hoch zu mir. So. Und unten ist ein Gitter vor der Tür. Also da kann ich nicht hin. Wie soll man den denn austricksen? Dann kann ich reinlaufen, glaube ich. Das müssen wir versuchen. Rein da! Geh doch rein da, alter Schwede. Hier waren wir doch schon mal, als wir geflüchtet sind, oder? Ist das nicht hier? Ich glaube schon. Okay, wir können von einem Haus zum nächsten laufen, aber wir müssen da runter, ne? Also hier jetzt hinlaufen. In die nächste Hütte wahrscheinlich, ne? Ach Mann, das war jetzt dumm. Shit. Okay. Ein bisschen blöd, aber. Da geht's über die Brücke. Wir müssen aber durchs Wasser, ne? Scheiße. Jetzt mal, ob es der richtige Weg ist, den wir hier laufen. Müssen da, glaube ich, rüber. Aber wir können das Viech nicht killen, oder?
können wir denn hin? Er sagte, wir müssen es zur Wassermühle schaffen, weil die Wassermühle ist ja echt am Arsch der Welt. Weißt du nicht, wo es hingeht? Keine Ahnung, wir rennen jetzt nachher durch. Hochklettern. Einfach nur hochkommen. Hauptsache, wir kommen da irgendwie hoch. Hier ist doch schon die alte Wassermühle. Schweine. Jetzt ist die Frage. Okay. Komm hier, die Schweine. Nee, nervt aber. Ja. Wollen wir mal tot gehen hier? Dumme Sau. Okay. Mit der alten Wassermühle, was will er denn hier bezwecken? Zumindest können wir hier speichern, anders machen wir. Aufzug zum Stausee. Bevor wir da runtergehen, sollten wir uns vielleicht erstmal hier draußen umgucken. Hier kann man irgendwas reinpacken, was wir natürlich nicht haben. Unsere Brunnenkurbel wird da nicht reinpassen, ne. Vielleicht finden wir die Kurbel hier auch für den... Sollte man die entriegeln, aber das ist ein dummer Fehler jetzt. Ach, egal. Hier längs. Hier muss wieder eine Kugel rein. Die haben wir nicht. Wir müssen das finden. Aber dann wissen wir schon mal, wo das, dass das hier, dass es sowas gibt wieder. Natürlich cool. Dann lassen wir zum Stausee gehen. Ja, okay. Los geht's. Geht auch immer geht's nur runter, kann das sein? Ja. Ich bin Highlight, dass ich immer noch mit meiner abgetrennten Hand da arbeiten kann. Ich meine, die hat sie aber doch gehabt. Das finden wir schon auch noch raus, warum ich meine Hand wieder ransetzen konnte. Ich meine, wie abgefahren ist das denn? Das geht ganz schön tief runter. Oder? Ja. Das ist schon ein kleines Stück. Okay, was für ein Schleim das war, weiß ich auch nicht. Lass mal hier links gehen. Okay. Das sieht wieder so irgendwie bekannt aus hier so ein bisschen. Sind wir hier nicht geflüchtet? Nee, ne? Das war woanders, ne? War ich los woanders. Okay. Verschlossen. Glaub. Ich glaube, wir müssen da runter. Schauen wir mal, was uns da erwartet. So einfach kriegen wir das Teil auch nicht, oder?
Mutter Miranda, ich würde alles, alles für dich tun. Ach du Scheiße. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebten Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht. Warte, bitte. Wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage als sie... interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Alter, warum bleibst du stehen? Das ist so lustig. Geh doch weg. Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Psycho. Irgendwie durchkommen wir trotzdem ein bisschen, ne? Ich weiß hier ganz bestimmt nicht, du Affe. Ich verlasse dich nicht. Also mal hier auf, ja. Du bettelst. Wie komme ich hier raus? Na, dadurch vielleicht. Das war einfach. Aber natürlich ein Scherz, ne? So wird leicht was nicht nehmen. Jetzt kommt der Werwolf bestimmt nochmal. Wo ist der fette Wolf? Hier ist auch irgendwas, ne? Wollen wir ins Wasser? Können wir nicht, ne? Nee. Das ist ein Boot. Erstmal hier reingehen und gucken, ob wir hier drin was finden, was bei uns nützlich für uns ist. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte der Mine. Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Ja, wunderschön. Mehr gibt's hier aber nicht, ne? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben keinen Schlüssel dafür. Das heißt, den Schlüssel zurück zur Mine bringen. Die Hütte der Mine. Jetzt die Frage, was ist die Hütte der Mine? Da sind wir gekommen. Müssen wir wieder rein? Den gehen wir mal hier hoch. Oh Mann. Da könnte man runterspringen. Machen wir aber nicht. Sieht zerbrechlich aus. Kann ich es auch hauen? Es fällt runter und baut uns gleich eine Brücke. Wie cool ist das denn? Das nenne ich mal geiles Holz. Hm. Schöner sieht sie jetzt hier auch nicht, ne? Okay. Wir müssen da längs. Das ist die Hütte der Mine, würde ich sagen. Ich muss da irgendwie reinschleichen.
Das sind einige draußen. Das ist eigentlich so gravierend viele, oder? Ja, so wenig sind es auch nicht, ne? Was machen wir? Schießen wir einfach ab? Ich weiß nicht, wie viel ich zähle gerade, aber... Okay, da bin ich weggetreten, da also. Ach du Scheiße, okay, dann sind wir gleich drauf gegangen. Das ist natürlich blöd. Okay, wir dürfen gleich wieder hier anfangen, das ist natürlich cool. Wir holen jetzt den Schlüssel. Ich versuche uns dann wieder rauszuschleichen. Das ist alles ganz zügig und schnell. Ob das klappt, weiß ich nicht, wir probieren es einfach mal. Der ist ein bisschen blöd, der Typ da, ne? Okay, vielleicht können wir uns trotzdem nicht entsinnen, den Kampf hier zu bekommen. Was haben wir so alles dabei? Haben wir eine Rohrbombe oder was? Ich war so eine Mine. Alter Schwede, gut, dass wir den doch gekillt haben, da den Assi. Der hat uns, glaube ich, Schwierigkeiten gemacht, aber jetzt müssen wir uns erstmal heilen hier. So, ein bisschen was hier herstellen. Oh, das auf jeden Fall. Hä? Du sollst es herstellen. Gut. Ja, lass mal zurückgehen. Okay. Dankeschön, jetzt können wir alles einsammeln hier, was hier noch ist, oder? Waren nicht noch so ein paar Kisten und so? Da. Machen wir doch schnell. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um den riesigen Fisch, würde ich sagen. Jetzt haben wir den Bootsschlüssel. Das war schon das Wichtigste, ne? Ja. Mann, aber warte mal. Oder?
Nehmen wir noch mit, ne? Alles mitnehmen. Brauchen die doch nicht gar nicht, die Zombies hier. Was wollen sie auch damit, ist die Frage, ne? So, jetzt haben wir eine Schlüssel fürs Boot. Dann können wir uns doch auf den Weg machen hier. Muss ein bisschen sparsame Munition sein. Zur Schatzkiste fahren? Nee, schade. Wäre auch so einfach gewesen, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt, ob hier irgendein Fisch auftaucht. Finde ich uncool. Ach du Scheiße. Was war das? Hier rein und gleich aussteigen. Große Fische mag ich gar nicht. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Das ist irgendwas. Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Oh, wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Alter, was für ein riesen Fisch. Ach, warum immer ich? Wer denn? Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht! Oh, ich will auch nicht so. Das ist unfair! Ach du Scheiße. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du! Ach, wunderschön ist er nicht. Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott! Oh, Mutter! Warum? Warum? Oh oh. Alter, ich renne die einfach mal weg. Ja, genau deswegen renne ich weg. Okay, gut, dass ich gerannt bin. Sonst wäre es einfach nur am Arsch gewesen. Mein Gott, ist das übel hier. Verdammt, was jetzt?
Ja, runter erstmal. Moreos Klinik. Wir kommen ja nicht so leicht hin. Ist ja kein Boot oder so, ne? Dann geht's in die Richtung erstmal. Mann, ist der ekliger Typ. Schon ein bisschen ekliger als das. Geflutet, hat er gesagt. Also, okay, drei. Ja, das ist nicht so schwer, oder? Wenn ich das Wasser ablasse, ist kein Strom. Okay, das wird noch mit Strom versorgen. Der Typ ist überall. Oh, ich spreche gleich, wenn wir die geredet haben. Na, hallo, Duke. Sieh dich in aller Ruhe um. Keiler Typ, oder? So, pass auf. Wir machen einmal. Den verkaufen wir, das verkaufen wir, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Für sowas gibt man gerne sein Geld aus. Ich habe gerade aufgestockt. Was ist das denn hier? Was ist das? Spezial für eine Pistole. Für einen milden Rückstoß beachtlich. Okay. Verbesserter Kolben. Bangenauflage, okay. Scharfschützenmunition. Herstellung Rohbomben finde ich nicht so schlecht. Da hattest du ein Auge drauf, was? Explosivgeschoss sind wir auch nicht schlecht, wenn man das erwischen kann. Noch mit. Eine interessante Wahl. Aber das hier brauchen wir das nicht. Im Endeffekt brauchen wir das wirklich nicht. Der Koffer kostet 30, vielleicht sparen wir ein bisschen da drauf. Aber ich habe hier noch was, vielleicht was Feines für essen können, oder? Ich habe nichts, was wir bauen können. Wir machen können. Da habe ich zu wenig. Hier, saftiges Geflügel fehlt. Zu hungern. Schönen Tag. So, wir speichern nochmal. Und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Also, hier auf jeden Fall, der hilft uns erstmal nicht weiter. Aber vielleicht geht es hier weiter. So, mit Stromversorgung. Okay. Gucken wir, ob wir das Haus mit Strom versorgen können irgendwie. Strom kommt von der Windmühle oder was? Ich glaube, die Kurbel macht es nicht mehr. Lange ist schon ewig alt und entsprechend abonniert. In diesem Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Satz, den wir haben. Okay. Ah. Geflügel. Fragment. Die Reste. Viel mehr ist hier auch nicht. Das ist der Brief. Der sagt, wir sollen zur Mühle 2 gehen. Und die andere Kurbel holen. Das heißt, wir können die wahrscheinlich nur einmal einsetzen. Dann. Okay. Da ist die Kurbel. Klar, echt jetzt? Aber wir können mal reingehen hier. Und runtergehen. Okay. Schauen wir mal, wo wir landen. Kann ich so runtersliden wie so ein Marine? Okay, das ist ja die zweite Mühle. Aber hier ist ja der blöde Fisch noch, ne? Ich glaube, es ist nicht nur der Fisch.
Werwolf ist ja auch noch irgendwie irgendwo, ne? Muss in den Wald. Kriegst du nicht zu futtern? Ja, das war's schon, ne? Okay. Das war natürlich dumm. Hätte ich auch anders gern gelöst. Aber okay, kriegen wir anders hin. Da muss er wahrscheinlich einmal rüberlaufen. Okay, wir müssen, du nicht zu futtern. Müssen einmal locken, weil er jetzt zurückkommt. Komm jetzt rüber. Lauf doch mal, du blöder Fisch. Ja, du blöder Mann. Alter. Der ist auch gar nicht mehr so klein, ne? Wie ist er denn da weggetaucht? Rüber hier. Das kippt jetzt runter. Gibt's gar nicht. Okay, wie kriegen wir das denn noch lockerer hier? Das ist ja gar nicht gut. Muss der Fisch da hinkommen und das machen? Ganz ehrlich, zurück geht's mit der Seilbahn oder was? Anscheinend, okay, aber wie kommen wir da rüber, ist die Frage. Okay, ich glaube, ich muss da längs. Was sein? Dann nochmal rüber? Alter, ist der eklig, aber wie oben der runter sagt aber. Ich kann das nicht kaputt schießen hier, ne? Okay. Verkehrt. Das ist verkehrt. Aber das muss irgendwie umkippen da, damit ich da rüberkommen, oder? Oder habe ich noch einen anderen Weg nicht gesehen? Aber das kann natürlich auch sein. Ich habe das Holz kaputt gemacht, aber es bringt mir nichts. Ich kann auch nicht auf ihn schießen, das bringt gar nichts. Ja, wird das so einer von irgendwas festgehalten hier? Hä? Okay. Muss doch irgendwas mit dem Fisch auch dazu bekommen. Behaupte ich mal, das da oben zu schlubieren.
Zurück. Siehst du, da haben wir das gewischt. Okay. Schnell rüber. So, jetzt liegt das Holz da. Ja, und? Was hast du gebaut? Nicht viel, okay, warte mal. Widerlich. Echt widerlich. Mach schon. Ach, jetzt noch so ein Ding runtergekommen, okay. Das ist natürlich cool, dann muss ich den ganzen Weg wieder da hoch eingehen. Wieder runter, okay. Komm mal. Okay, wie war rüber? Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Oh! Wie hoch? Ich bin der Beste! Geht so. So geil finde ich gar nicht. Okay, die Abkürzung kurz, nehmen wir mal runter. Wo ist er? Ich trau mich nicht zu laufen hier. Nee, ich will nicht hinsehen. Oh, du bist eklig. Alter, bist du eklig. Du bist einfach nicht besser, du bist einfach beschissen. Kackfisch. Wo ist der Hammer runter? Wie sitzt da oben drauf? Das ist echt eklig. Warum geht es unter der Schrotflinte, frage ich mich. Warum geht das unter der Schrotflinte? Gute Schrotflinte, der ich zu geile Munition habe. Und damit bin ich. Okay, hier geht es nicht. Ja, hier geht es hoch. Okay. Mal sehen, was passiert hier oben. Hier. Ist der Strom vielleicht auch mal? Oh, was für ein Fang! Muss da drauf? Wahrscheinlich. Ich muss hier weg!
Ja. Das ist die zweite. Sein, ne? Das ist die zweite Mühle. Jetzt können wir hoffentlich mal diese. Achso, warte. Oh. Nicht verarschen. Hoch da, wir brauchen die zweite Kurbel. 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 Kann man hier nicht hochklettern. Ja. Ich hab da irgendwo so ein. Kannst du noch eine Seilbahn? Ich will doch ein bisschen drehen, warte mal. Wir machen müssen, es wird immer brutaler gerade, der Fisch dreht durch. Ah, okay. Geronimo! Alter Schwede. Ist der Fisch hässlich? Ja. Nervt er? Definitiv. Haben wir es geschafft? Auch das. Okay. So, steht im Wind. Wind im Wind. Und ja, sollte gut sein, ne? Gut, jetzt haben wir auch eine Kurbel, die wir auch für andere Sachen noch benutzen können. Definitiv. Also das ist doch schon mal gut. So. Jetzt müssen wir es genauso hinbekommen wie da. Mhm. Warte mal. Geh mal raus kurz. Ich glaube, das ist verkehrt. Der Pin ist da oben. Also muss, ich habe es falsch gemacht. Ich muss es drehen. Ja, warte. Weißt du, was ich meine? Muss so sein. Also so runter, genau. Sonst wird es ja auch nicht passen. Okay, dann machen wir, der soll schwarz bleiben, dann ist okay, machen wir doch. Der orange. Der orange. Blau. Blau. Kurz umdenken. Genau. Weißt du. Und jetzt kommt das Wasser raus, oder was? Boah. Dieser Fisch ist da drüben. Geschafft! So, wollen wir einmal kurz zu Duke gehen nochmal. Erstens, weil wir speichern wollen und zweitens. Du möchtest etwas kaufen? Ich möchte auch was verkaufen, du Affe. Pass mal auf, hier, Kristallfragment. Oh, das war's dann auch. Ah. Reicht noch nicht ganz. Aber speichern reicht. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Yes, mache ich, aber jetzt wollen wir es wieder raus. Mein kostbares Wasser. Okay. Mit dem herlaufen. Rohbomben haben wir auch gebraucht. Wo läuft er hin? Wir folgen ihm einfach mal. Hey.
Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht. Wunderbar. Wie ich sie gebeten habe. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kadu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich darauf, wie es heranwächst. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lykan. Ich habe ihn in mein Labor in die Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will stark gehüllen, aber ich kriege keinen. Ein Lykan ist doch ein Werwolf, ne? Ah, warte. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Glaube ich. Mal kurz. Warte, ich habe eine Idee. Okay, das reicht wahrscheinlich nicht. Doch, reicht. Gut. Mal gucken, ob wir das noch für irgendwas benutzen können. Das hiermit. Perfekt. Jetzt haben wir da auch auf jeden Fall mehr Munition drauf, was super gut ist. Als nächstes kaufen wir uns trotzdem nochmal die Waffe. Also die Waffe, sage ich schon, die Tasche. Okay, ich muss hier wahrscheinlich runter. Mit ihm hier irgendwo kämpfen. Es gibt ja kein Wasser mehr. Fieser Kampf, glaube ich. Du wirst stolz sein, Mutter. Sieh her! Keine Wahl. Geh mir aus dem Weg. Oder? Kein Scheiß. Ich will nicht wechseln. Ich will nicht wechseln. Ist ja Quatsch. Das machen wir nicht. Gegen Moro schaffen wir das nochmal. Das war jetzt ein. Gerade haben wir es denn falsch trainiert? Hätte ich gemacht. Aber ich glaube, es ist machbar. Wir müssen natürlich hier unter das Dach kommen, dann irgendwie, ne? Der Regen, oder? Kann man nicht viel machen, wenn er das macht, oder?
Okay, jetzt macht er wieder diesen Spucker bestimmt. Okay. Das ist ja ganz geschützt hier unter eigentlich. Ein billiger Typ, ne? Ich hab doch noch so eine scheiß Rohrbombe, oder? Lauf! Okay. Jetzt sieht er wirklich aus wie mein Bruder. Eieiei. Das war's für ihn, ne? Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Habt doch einen coolen Spruch auf den Lippen haben. So. Er müsste doch irgendwie so ist der Ausgang. Ja, dann gehen wir gleich raus. Wir müssten aber eigentlich noch was von ihm finden hier, oder bin ich verkehrt? Müsste hier irgendwas Kristallines rumliegen von ihm? Verkaufen können? Gehen wir mal rum und gucken nochmal. Jetzt haben wir das mal alles ein. Hier gibt es noch ein paar Sachen, die ich gesehen habe. Hier auf jeden Fall nicht. Haben wir alles eingesammelt. Hier auch. Kurz hingehen. Nö, hier ist nichts mehr, ne? Schade. Hätte sein können, dass noch hier irgendwas rumliegt, aber das tut es nicht. Schade. Na gut. Dann haben wir es direkt eingesammelt bekommen. Haben wir echt nicht. Das ist nicht gemein. Jeder Gegner hat doch immer irgendwas fallen gelassen. Vielleicht war der auch ein wenig Gegner genug. Weiß es nicht. Naja, gut, dann laufen wir. Oder ich hab's übersehen, das kann natürlich auch gut sein.
Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand fragt mich, deswegen habe ich gedacht, sie würden mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Aber wenn Mutter das tut, ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, okay. Das ist seine Hütte, wo wir gerade eben standen und alles gesehen haben von ihm. Da ist der Rest vom Schlüssel. Okay. Guck mal. Jetzt haben wir einen fetten Schlüssel. Oh. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Ah, Heisenberg halt, ne? Was ist das? Kadu. Lebt das Ding? Ja, anscheinend. Das ist aber ziemlich eklig. Na gut. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel auch noch mal, den anderen. Dann können wir das jetzt auch aufmachen hier wahrscheinlich. Mit dem Sechskantschlüssel. So. Wo sind wir hier? Ist die Frage, wo wir längs müssen, ne? Hier geht's ja auch irgendwie längs. Das ist der Fahrstuhl. Benutzen den Fahrstuhl. Wir müssen auf jeden Fall zurück zum Duke, denke ich mal. So. Ja. Dieser Fahrstuhl, der ist auch ellenlang. Ellenlang ist der. Also ich meine, es gibt ja lange Fahrstuhlfahrten bestimmt, aber dieser ist einfach utopisch lang. So. So, rein grafisch ist es echt ein Leckerbissen, das Spiel, muss ich sagen. Echt Spaß. Ich glaube, ich speichere nochmal schnell hier. Man weiß ja nie. Und da müssen wir raus. Das Problem ist natürlich, wir müssen uns auch noch um diesen beschissenen Werwolf kümmern, glaube ich, ne? Aber wir haben doch hier eine Kordel. Jetzt können wir die da reinpacken. Natürlich können wir das. Okay. Ich schaue auf diese Waffe. Fliegtiere. Da haben wir die Kugel. Die können wir unten einsetzen in der Mühle, ne? War das nicht so? Müssen wir kurz mal gucken, warte mal. Hatten wir das denn gesehen? Hatten wir sie in der Mühle gesehen? Ich meine schon. Wir rennen mal zurück. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine. War das nicht hier um die Ecke? Hier war das. Ach, guck mal, hier war das. Pass auf. Ich mach die Kugel mal da rein. Ja. Da. Da, Kugelmeerjungfrau.
ein bisschen vorsichtig abholen. Halt, halt. Ja, okay. Ich sehe gerade nichts. Also okay. Feini, fein gemacht. So, gehen wir auch. Gut. Jetzt gehen wir nochmal wieder da hoch. Da oben gab es ja auch noch mal irgendwas. Wir müssen mal gucken, ob wir die nicht abplatt machen, da die fliegenden etwas. Ja? Das geht also auch nicht klar. Das Viech. Das schaut so gut aus. Okay, hier haben sie einfach mal ein paar Tiere hinterlassen. Wolf an. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit den Kadu machen. Es ist mein Geheimlabor. Heute habe ich 3 Experimente mit Kadu gemacht. Aber sie sind alle geplatzt. Das ist so, ja, okay. Oh nein. Okay, was können wir machen? Man muss sich von irgendeinem Waffenbus und sich hier trennen. Ist die Frage, um welche Waffe ich mich trenne. Mist. Ich kann es ja auch irgendwie umbauen. Ne, kann ich nicht mehr hier umstellen, dass ich da irgendwie richtig Platz bekomme. Warte mal. Ja, ich brauche 6 Fächer. Das schaffe ich nicht, oder? Mal gucken, warte mal. Nee, wie soll das denn gehen? Das funktioniert nicht. Ich glaube, ich würde die hier fast wegschmeißen. Was mache ich denn? Gute Frage. Ich würde die Waffe schon ganz gern haben da.
Wie kann ich die denn loswerden? Pass auf, wir machen die einfach hier hin. Und die ich nehme mit. Ah, machen wir so. Das ist gut. Hä? Gehen wir noch nicht? Hä? Schon wieder das gleiche wie letztes Mal. Mann! Also, du darüber. Und du? Ah! Hier rüber. Bestätigen. Ach, ich kann die Waffe nicht wegwerfen. Deswegen ist das aus. Okay. Das ist natürlich schon blöd, weil ich würde die ganz gern haben. Ich habe auch keinen Bock, irgendwas anderes hier loszuwerden. Mein Fleisch. Kann man bestimmt ganz gut gebrauchen nachher. Ach, das ist doch wieder blöd. Ja. Ich krieg's nicht gewuppt, dass da irgendwas reinpasst noch, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Wüsste ich jetzt nicht. Das geht nicht mehr. Okay, dann müssen wir uns was überlegen hier. Mist. Müssen wir später nochmal holen, die Waffe wahrscheinlich. Pass auf, wir holen sie einfach nachher. Jetzt wollen wir erst gehen mal zurück zu. Ach Mist. Dafür brauchen wir die Waffe wahrscheinlich. Kann das sein? Okay, dann machen wir es anders. Dann schmeißen wir ein paar Sachen weg. Und zwar. Ah, ist denn so. Jetzt gerne behalten, aber. Mit der können wir wahrscheinlich das Viech da kaputt jagen, wollte ich gerade erschießen. Versuchen wir es mal. So, das machen wir hoch. Das kommt dahin. Und das kommt dahin. Und das kommt dahin. So, versuchen wir mal den da unten zu jagen. Ich weiß nicht, ob ich da erschießen kann mit, aber. Es ist doch nur zu deinem Besten. Dafür war der perfekt. Dafür war das Ding perfekt. Besser geht's nicht. Wollen wir hier links? Hier noch ein Brunnen? Und dann mal gucken, was da noch ist. Okay, warte, ja, ich weiß, falsche Kurbel. Und die Brunnenkurbel. Okay, die kann man noch mitnehmen. Gut, jetzt müssen wir mal los hier. So. Zurück zum Duke, würde ich mal sagen. Alles gut. Muss ganz kurz nochmal hier rein. Wir speichern hier nochmal, weil jetzt haben wir so viel geschafft, nichts mehr. Gleich da noch irgendwie drauf gehen, das wollen wir auch nicht. Deswegen, ja, ist so.
Yay, würde ich sagen. Das war auch wieder ein erfolgreicher Ausflug. So, Heisenberg, das ist der letzte, den wir gerne haben wollen. Jetzt gehen wir auch hin, da lang. Na gut, gehen wir da lang. Der Wolf ist ja nicht mehr da. Den haben wir gekillt. Hoffe ich zumindest. Ja, doch. Hier lang, Papa. Und da was ist da was drin? Gehen wir mal rein. Hä? Okay. Hier muss das sein. Oh, Alter, ganz ehrlich, jetzt finde ich hier eine Waffe nach anderen raus. Könnt ihr ein bisschen kotzen gerade, ne? Okay, wir müssen... Ja, ich würde die Waffe gerne haben, die holen wir uns auch noch. Aber... Die müssen wir uns später holen. Das geht jetzt einfach nicht. Das geht jetzt einfach nicht. Gehen wir erstmal zur Duke. Speichern. Und dann sind wir auch soweit durch. Für heute. Oder? Da sitzt der kleine Mann. Genießt sein Getränk in der Morgensonne. Ah, entschuldige. So. Also wir kriegen richtig Kohle von dem jetzt. Alter Schwede. Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wir brauchen das Ding auf jeden Fall. Wie wär's? So, jetzt können wir mehr Sachen tragen. Das ist sehr wichtig. Wir haben zwar richtig viel Kohle, aber ich will das auch nicht für Schwachsinn ausgeben. So, wir gucken mal. Feuerkraft machen wir höher auf jeden Fall. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Magazin machen wir auch ein bisschen größer. Ja, die Schrotflinte, die reicht ja eigentlich. Moment bitte. Alter, 48.000 für die Waffe. Das war viel Kohle. Die hören wir Moment auch. Bitte. So. Beachte mich gar nicht. Danke für deine Treue. Hat ja auch viele Sachen liegen, ne? Nun gut. Das war's für heute. Jetzt müssen wir Heisenberg finden. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.